We'll pass straight over to Miguel. Miguel is a student of political science at the Free University of Berlin. He recently worked on anti-colonial theory, Marxist state theory, and Marxist analysis of contemporary racism. He's active in political education and organizing in migrant communities in Berlin. And Miguel, the floor is yours. Aus Spaß. Ich werde auf Deutsch reden. Und ich bedanke mich auch erstmal für die Möglichkeit, hier zu sein. Ich würde gerne da ansetzen, wo der Genosse eben aufgehört hat. Meine Auseinandersetzung setzt auch genau da an, die kurdische Befreiungsbewegung als Vorbild zu nehmen oder als Beispiel für eine gelungene revolutionäre Bewegung, von der wir, glaube ich, alle sehr viel lernen können. Und in diesem Sinne geht es mir darum, jetzt in einen konstruktiven Dialog zu treten zwischen genau diesen Gedanken der kurdischen Befreiungsbewegung, antikolonialen Gedanken und älteren Formen revolutionären Denkens wie dem Marxismus, weil ich glaube, dass diese verschiedenen Traditionen oder Denkstränge sich gegenseitig befruchten können und wir sie auch zusammen denken können und nicht nur gegeneinander. Ich möchte meine Rede beginnen mit Franz Fanon, der vielen Menschen hier ein Begriff sein wird, und einen Vergleich ziehen zwischen seiner Theorie des antikolonialen Kampfes und dem Befreiungskampf allgemein und der Geschichte und der Ideologie der PKK. Und ich werde dann eben zwischendurch auch ein paar Mal auf den Marxismus zurückkommen und zeigen, wo es Parallelen gibt, wo es Unterschiede gibt und dabei auch auf das Konzept der moralischen und politischen Gesellschaft von Abdullah Öcalan eingehen. Genau. Fangen wir an mit der Frage, wer war Franz Fanon? Fanon kam von Martinique und war ein, dem Pass nach, französischer Arzt, Psychiater und revolutionärer Denker des Antirassismus und Antikolonialismus. Er kam aus einer Kolonie. Martinique ist eine Insel in der Karibik und eine französische Kolonie. Und er ist zum Studieren nach Frankreich gegangen, hat dann später auch mit, also in den französischen Reihen im Zweiten Weltkrieg gekämpft gegen die Deutschen, ist dann später nach Algerien gegangen, Algerien, welches auch von Frankreich kolonialisiert war bis dahin, und hat dann dort aber die Seiten gewechselt, ist desertiert auf die Seite der algerischen Unabhängigkeitsbewegung und hat dann auf Basis seiner Erfahrungen in diesem Kampf das bekannte Buch Die Verdammten dieser Erde, Les Damnés de la Terre, geschrieben. Und darin theoretisiert er die Erfahrungen der kolonisierten und widerstandleistenden AlgerierInnen und entwickelt verallgemeinerbare Phasen der Dekolonialisierung und des Befreiungskampfes allgemein. Genau. Für Fanon ist der kolonialisierte Mensch zuerst kein bewusster Mensch, sondern ein durch kulturelle Assimilation an die Kolonialkultur mystifizierte Mensch und dadurch von seinem Selbst entfremdet. Für Fanon ist die Dekolonialisierung die Anwendung antikolonialer Gewalt. Und viele Menschen kennen Fanon vor allem dafür, dass er über die Gewalt geschrieben hat. Die Gewalt nicht als Gewalt, die schön ist oder die er propagiert, sondern die durch seine Beobachtung vor allem der Befreiungskämpfe auf dem afrikanischen Kontinent eine historische Tatsache sind, die eine Gewalt, die ausgelöst wird durch die koloniale Gewalt des Kolonialismus. Und die Dekolonialisierung ist die Anwendung der antikolonialen Gewalt, also der historische Prozess der Auflösung des kolonialen Verhältnisses und seine gesellschaftlichen Auswirkungen durch den nationalen Befreiungskampf. Ist zu schnell? Okay. Ja, schon verstanden. Okay, machen wir es ein bisschen genauer. Die Geschichte zeigt, dass, das sagt Fanon, dass diese Gegengewalt, die quasi gegen die koloniale Gewalt entsteht, anfangs auf universalistischen Ideen beruht. Also Menschen wie Fanon selbst, die aus der Kolonie
in das koloniale Mutterland gehen, dort an den Universitäten kritisches Lernen, kritisches Denken kennenlernen, kritische Theorien, den Marxismus zum Beispiel, komm zurück in die Kolonien und fang an, den Klassenkampf zu propagieren. Fanon sagt aber, dass diese Ideen in der Kolonie nicht erfolgreich sein können, bis sie eben ihre, und er nennt das universalistische neoliberale Konfusionen, aufgeben. Das heißt, sie werden nicht erfolgreich sein, bis sie zum Anspruch auf Eigennationalität ankommen. Das bedeutet, ein Teil der aufkommenden nationalistischen Parteien in den Kolonien wird beginnen, die nationale Unterdrückung stärker zu priorisieren als die Klassenunterdrückung. Und damit entsteht anstelle vom Klassenkampf der nationale antikoloniale Kampf. Und die gewaltsame revolutionäre Dekolonialisierung führt dann im weiteren Prozess zu der Eliminierung des Kolonialismus, zur Vernichtung von dem Verhältnis von Kolonialherren und Kolonialisierten auf der anderen Seite und damit dann zur Erschaffung einer neuen Person und einer neuen Nation. Das ist der Moment, wo viele Menschen leider aufgehört haben, Fanon zu lesen. Das ist das erste Kapitel vom Buch Die Verdammten dieser Erde. Und es gibt dann noch vier andere, die sind auch sehr spannend. Und ich möchte vor allem auf das dritte Kapitel eingehen. Das heißt, und in dem Sinne trifft es besonders den Geist von der Konferenz, die Missgeschicke des nationalen Bewusstseins. Und hier sagt Fanon, dass eben dieses nationale Bewusstsein, oder wir können auch Nationalismus sagen, in jedem Fall nur eine zerbrechliche, grobe Form ohne Inhalt ist. Zitat Ende. Das heißt, das nationale Bewusstsein ist über den antikolonialen Kampf hinaus eigentlich von gar keinem Nutzen. Und das zeigt der Sachverhalt, dass in eigentlich allen ehemaligen Kolonien, die dann zu einem Staat geworden sind, zu einem unabhängigen Staat, die existierenden Verhältnisse, die Unterdrückung, die Ausbeutung sich an sich nicht geändert haben. Und deshalb, sagt Fanon, ist es die Aufgabe der revolutionären Kräfte, die zuvor im antikolonialen Kampf gekämpft haben, nachdem die Unabhängigkeit erreicht ist, die Bevölkerung durch Organisierung und die Politisierung über die Widersprüche von nationaler Unabhängigkeit und nationalem Bewusstsein aufmerksam zu machen. Das heißt, es braucht einen kritischen Reflexions- und Politisierungsprozess und die Schaffung von sozialem, politischem und wirtschaftlichem Bewusstsein. Dieses muss das nationale Bewusstsein ablösen. Das gesellschaftliche Bewusstsein, aber auch die materielle Gewalt des Befreiungskampfes gerät demnach nach der nationalen Unabhängigkeit und dem nationalen Aufbauprozess des neuen Staates damit zwangsläufig in den Rahmen des Wettkampfes zwischen Kapitalismus und Sozialismus. Das ist jetzt alles Fanon. Und dann stellt er unter anderem drei zentrale Forderungen auf, die in dieser neuen Phase, die er die Phase der sozialen Revolution nennt, drei Forderungen, die besonders beachtet werden müssen. Das ist einmal die notwendige Politisierung der Massen, also Bildungsarbeit, Förderung von politischem Bewusstsein. Zweitens, die Dezentralisierung der revolutionären Bewegung durch eine strenge Zirkulation zwischen der Führung und der Basis. Und drittens, ein ökonomisches Programm, aber auch eine Theorie über die Verteilung der Reichtümer und über die sozialen Verhältnisse. Fanon sagt uns, dass das politische Bewusstsein Hand in Hand laufen muss oder Hand in Hand verläuft, es kann gar nicht getrennt sein, mit dem umfassenden Engagement der Massen, also der Menschen, der ganzen Gesellschaft. Und hier können wir auch wieder zurück zu Karl Marx gehen, wenn er sagt, das Bewusstsein ist das bewusste Sein oder dann, wenn wir Fanon nehmen, das revolutionär-politische Bewusstsein ist das politisch bewusste Sein und Handeln in einer organisierten revolutionären Bewegung.
Genau, ich würde noch ein Zitat von Fanon anschließen, das das, glaube ich, ganz gut ausdrückt. Das mobilisierte Bewusstsein der Gesamtheit des Volkes, die geeinte und aufgeklärte Praxis der Männer und Frauen, lösen die Fahne und den Regierungspalast als Symbole der neuen, lebhaften und dynamischen Nation ab. Okay, ihr merkt schon, da gibt es ein paar Verbindungen. Okay. Oder es drängen sich zumindest Vergleiche auf und deswegen machen wir das jetzt. Ich hatte vor, jetzt nochmal die Geschichte der PKK durchzugehen und die Geschichte auch der Ideologie, wie sie sich entwickelt hat. Aber ich glaube, dass meine VorrednerInnen und auch die anderen GenossInnen also gestern auf den Panels und auch noch später da viel besser Bescheid wissen als ich und auch schon sehr viel dazu gesagt wurde. Und deshalb würde ich nur ganz kurz hervorheben und da genau mich einmal auf Reimer gestern berufen, der über die demokratische Nation gesprochen hat, aber eben auch über das, was der Genosse Fuad gerade gesagt hat, über den Staat. Die Kritiken, die Abdullah Öcalan entwickelt hat am Konzept des Staates, nachdem ursprünglich die kurdische Bewegung auch einen sozialistischen kurdischen Staat errichten wollte, ist eben die, dass das auf Nationalstaaten basierende System ineffizient geblieben ist, bis heute. Und dass anstelle der Hoffnung damals, dass ein unabhängiger Staat Freiheit bringen könnte, Nationalstaaten inzwischen zu ernsthaften Hindernissen für jegliche gesellschaftliche Entwicklung geworden sind. Und er nennt da ein paar Argumente, zum Beispiel, dass das Kapital im Namen des Staats Unterdrückung durch Kriege und Bürgerkriege verursacht, immer und immer wieder. Dass die repräsente Demokratie des modernen Staats immer im Widerspruch zu der tatsächlichen Demokratie steht, also nicht wirklich die Herrschaft des Volkes sein kann. Dann eben die Eigenschaft des Staates, alle gesellschaftlichen Prozesse zu monopolisieren und damit Vielfalt und Pluralität zu unterdrücken. Das war eben auch der Nährboden in der Geschichte immer für Assimilierung, für Vertreibung, für politische Unterdrückung, für Völkermord, nicht nur in Kurdistan oder in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Und vor diesem Hintergrund, vor dieser Analyse, wird eben die Idee der Gründung eines kurdischen Nationalstaats nicht nur kontraproduktiv, sondern es wird klar, dass dieser Staat eben die Fesseln nur verstärken würde. Stattdessen geht es also, und auch das haben wir schon gehört, um eine alternative Befreiungsstrategie zur Lösung aller gesellschaftlicher Probleme innerhalb eines dynamischen, demokratisch-konföderalen Prozesses. Die Worte sind von Abdullah Öcalan. Und das schließt eben auch die Organisierung und Beteiligung aller Individuen mit ein. Abdullah Öcalan betont auch den Punkt, dass die Selbstverwaltung und die dadurch gestärkte Gesellschaft erst die Freiheit des Individuums im demokratisch-kommunalen Leben realisieren kann. Vorher ist die Freiheit des Individuums eine Illusion, so wie sie zum Beispiel im Liberalismus propagiert wird, aber nicht wirklich existiert. Und genau, Öcalan sagt auch, es ist ein natürliches Recht, die eigene kulturelle, ethnische oder nationale Identität mit Hilfe politischer Vereinigung zum Ausdruck zu bringen. Allerdings bedarf es dafür einer moralischen und politischen Gesellschaft. Und was das bedeutet, hat Heval Mustafa Karasu zu Beginn des Panels, glaube ich, sehr eindrücklich beschrieben. Es geht um die moralische und politische Gesellschaft, das heißt die Gesellschaft, die durch die Befreiungsideologie und durch die Partizipation an der Selbstverwaltung die politisierte Gesellschaft hervorgebracht hat, die die Voraussetzung ist für die tatsächliche Befreiung der Gesellschaft und die aber selbst auch das Produkt ist, also erst die Folge einer jahrelangen revolutionären Organisierung und eines Bewegungsaufbaus, der in Rojava
viele Jahre vor 2012 begonnen hat. Und wenn wir uns die kurdische, also die Geschichte der PKK anschauen, auch viele Jahrzehnte bevor in Rojava begonnen wurde, die Menschen zu organisieren. Also in den 70er Jahren. So, jetzt zum Vergleich. Ich komme bald zum Ende. Wir sehen ganz viele Punkte, in denen wir die Theorie Frantz Fanons und die Geschichte der kurdischen Befreiungsbewegung, in der sie sich gegenseitig bestätigen. Für Fanon wäre das kurdische Volk ein kolonialisiertes Volk. Das heißt, von der dominanten Nationalkultur, egal ob in Syrien oder der Türkei oder im Iran, eine assimilierte Minderheit. Und deswegen braucht es nach Fanon die gewaltvolle Vernichtung des Kolonialismus als Grundvoraussetzung für die Schaffung des neuen Menschen und der neuen Nation. Das Gleiche gilt auch für die PKK, auch schon seit ihrer Gründung, die gesagt hat, es braucht die Anwendung revolutionärer, antikolonialer Gewalt im nationalen Befreiungskampf für die Zerschlagung des Kolonialismus und Kapitalismus und seiner entfremdeten Identitäten. Aber für die Schaffung des sozialistischen Staates Kurdistan. Für Fanon, genauso wie für die frühe PKK, war die Dekolonialisierung aber nur ein erster notwendiger Schritt in Richtung der wirklichen Befreiung der Gesellschaft. Und ähnlich, also bestätigen tut die Geschichte auch die Theorie von Fanon oder seine Beobachtungen, wo die revolutionäre Bewegung, die PKK, eben aus der türkischen revolutionären Linken in den 60er und 70er Jahren entstanden ist und sich dann aber von ihr abgegrenzt hat, um zu sagen, der Kampf für die Befreiung des kurdischen Volkes muss auch separat geführt werden und muss betont werden neben dem allgemeinen Kampf für die Revolution in der Türkei. Eine andere Überschneidung ist die des Übergangs. Fanon sagt, das nationale Bewusstsein muss nach der Unabhängigkeit in ein soziales und politisches Bewusstsein übergehen. Und das ist das, was wir sehen mit dem Paradigmenwechsel, mit der Betonung von Aspekten der Frauenbefreiung, der Ökologie, der direkten Demokratie, des demokratischen Konföderalismus, der demokratischen Nation. Und das zeigt, dass Fanon, genauso wie Öcalan, beide ein dialektisches Verständnis des Befreiungskampfes haben. Das heißt, in den verschiedenen Phasen des Befreiungskampfes ändern sich die politischen Situationen und ändert sich damit auch das Bewusstsein der Menschen. Und deshalb betonen beide die Politisierung, das heißt die Schaffung von sozialem und politischem Bewusstsein in der Bevölkerung. Und das sehen wir, glaube ich, auch sehr gut an dem Stellenwert, den die politische Bildung in der kurdischen Befreiungsbewegung einnimmt. Von Fanon kam auch die Forderung, dass es die Dezentralisierung braucht, die Dezentralisierung der revolutionären Bewegung für das Gelingen der sozialen Revolution. Und ich glaube, das ist genau das, was wir sehen, wenn jetzt in der kurdischen Revolution die verschiedenen Gruppen der Bevölkerung immer mehr autonom Verantwortung übernehmen, genau diese Revolution voranzutreiben, wenn mit dem demokratischen Konföderalismus die politische Macht auf die verschiedenen Kommunen verteilt wird und nicht eben auf den Staat, wie das früher gedacht wurde. Und natürlich haben wir auch noch eine Ähnlichkeit zwischen dem Konzept der demokratischen Nation von Abdullah Öcalan, so wie wir sie auch im Versuch sehen, also der Realisierung in Rojava, und dem Konzept der neuen Nation von Fanon, das heißt der Nation, die nach dem erfolgreichen antikolonialen Kampf die Grundlage ist für die weitere Vertiefung der Revolution hin zur sozialen Revolution. Und zuletzt, um zum eigentlichen Thema zu kommen, die moralische und politische Gesellschaft von Öcalan, in der, um mit Fanon zu sprechen, das Nationale vom sozialen und politischen Bewusstsein abgelöst wird. Also die Etappe, in der die Revolution vertieft wird und die verbleibenden Formen ökonomischer, staatlicher, patriarchaler Herrschaft durch die organisierte gesellschaftliche Anstrengung effektiv bekämpft werden kann. Ich möchte trotzdem noch ein paar kritische Sachen anmerken. Einmal
wir müssen uns im Klaren sein, dass bis heute auch immer noch das nationale Bewusstsein sehr große Mobilisierung schafft für die kurdische Bewegung. Und es geht gerade darum, dieses nationale Bewusstsein zu transformieren in das soziale und politische Bewusstsein. Und das muss die Aufgabe sein von allen revolutionären AktivistInnen in der Bewegung. Und es bleiben eben auch offene Fragen in Bezug auf die Zielsetzung der demokratischen Zivilisation oder der moralischen und politischen Gesellschaft bei Öcalan. Eine davon hat der Genosse David Graeber angesprochen. Fanon zum Beispiel hatte die Forderung, also erinnern wir uns, hat die Forderung aufgestellt nach einem ökonomischen Programm. Ein Programm der Verteilung der Reichtümer der Gesellschaft. Also der Überwindung des Privateigentums und des kapitalistischen Klassengegensatzes. Diese Perspektive ist seit dem Paradigmenwechsel in der kurdischen Befreiungsbewegung nicht mehr so stark betont, wie das zuvor war. Und ich glaube, es bleibt wichtig, diese Frage nicht aus den Augen zu verlieren oder sie im Gegenzug wieder stärker zu betonen. Und eine Sache noch. Ich bin noch nicht ganz am Ende. Gleichzeitig müssen wir auch sagen, der Aufbau der politischen Gesellschaft in den verschiedenen Teilen von Kurdistan unterliegt auch unterschiedlichen Verhältnissen. Das, was in Rojava möglich ist, die moralische und politische Gesellschaft aufzubauen, und ist so zum Beispiel in Bakur, in Nordkurdistan, in der Türkei nicht möglich, weil dort der Staat mit aller Vehemenz noch stärker, als es in Rojava der Fall ist, die Revolution angreift und dort damit die Etablierung der neuen autonomen Gesellschaft fast unmöglich macht. Und dort ist dann der Aspekt der Selbstverteidigung viel wichtiger. Genau, und ich nur noch drei abschließende Bemerkungen, was uns das bringt, diese ganze Auseinandersetzung. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir ein historisches Bewusstsein für Nationalismus entwickeln, dass der Nationalismus unter dem Kolonialismus historisch immer wieder eine Notwendigkeit war, aber im etablierten, normalisierten Nationalstaat ein ideologisches Herrschaftsinstrument. Und das ist wichtig, wenn wir ein internationalistisches Verständnis aufrechterhalten wollen für Kämpfe in Kurdistan, in Palästina, in Nordirland, im Baskenland, in Westsahara, aber eben auch für migrantische Kämpfe in Deutschland. Und damit möchte ich einmal viele westliche oder deutsche Linke ansprechen, für die Antinationalismus bedeutet, dass sie den Internationalismus vergessen haben. Und gleichzeitig aber auch alle rebellischen und revolutionären Bewegungen, auch die in den ehemaligen Kolonien, wo die Betonung von dem sozialen und politischen Bewusstsein in den Mittelpunkt gestellt werden muss. Ja, ich glaube, ich mache meinen Punkt. Dankeschön.